Hallo und herzlich willkommen zu dem. Heute ist der 5.12. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal in allergrößter Form bei euch entschuldigen, da gestern kein Video kam, weil ich die Zeit mich so nicht geschafft habe, oder beziehungsweise ich habe es vergessen, bin ich ganz ehrlich. Dafür kommt heute mal etwas Größeres, wo wahrscheinlich die meisten von euch besseres Bild davon bekommen, wie man den Titaro erste Generation installiert. Ja, und zwar fangen wir doch mal gleich an. Und zwar gehen wir jetzt erstmal in den Internetbrowser. Jetzt habe ich hier schon geöffnet, Mercedes-Benz O530G, O530 V2 und O520 V2. So, jetzt haben wir hier Download. Welche Busse wollen wir jetzt haben? Wir wollen einmal den und einmal diesen haben. So, von daher, dass ich das alles schon gemacht habe. Naja, ihr werdet ja sehen. So, dann klickt ihr hier drauf. Macht ihr hier ebenfalls. So, wenn er dann fertig runtergeladen hat, geht er einfach jetzt hier in den Downloads-Ordner oder sagt, er soll es dann sofort anschließend öffnen. Jetzt muss ich erstmal suchen hier. Ja, ich man sieht, ich habe mir einen hier drunter geladen. Ich glaube, es wird mal bis zur Zeit, dass ich hier mal wieder entrümpel. So. Jetzt müsste ich erstmal suchen. Also. Genau, hier sind die ganzen Werbung und so ein Scheiß. Ja. Citaro O530 und O530G. Öffnen wir das jetzt einfach mal. 3 und 3. So, jetzt haben wir hier erstmal den O530. Sind jetzt auf dem OMSI-Hauptverzeichnis. Das kopieren wir also die Fonts erstmal hin. Gegebenenfalls überschreiben lassen. Und dann O530 jetzt nicht hier reinfügen, sondern unter wie Vehicles und dann kopieren. So, könnte jetzt ein bisschen dauern. Ja. Dasselbe macht ihr dann auch gleich beim Citaro G, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Weil wenn, dann schon richtig. So, fertig. Dann können wir das schließen. So, dann hier ebenfalls die Fonts sicherheitshalber nochmal rüber kopieren. Alles überschreiben lassen. Und dann hier halt. Oder wir können uns das hier auch rüber in den Vehicles-Ordner ziehen. Das ist eigentlich relativ wurscht. So. Super. Dann können wir das hier ebenfalls schließen. Das schließen wir jetzt noch nicht. Genau, jetzt haben wir jetzt hier, habe ich jetzt meinen OMSI-Ordner geöffnet. Gehe dann unter Vehicles. Und suche jetzt O530 bzw. O530G. Oh, jetzt bin ich hier zu weit. So. Dann schreiben wir hier hinter einfach unterstrich modded. Wenn das meinetwegen auch noch kopieren hier. Scheiße, jetzt habe ich den wahrscheinlich mit vergessen. So, kopieren. Weil das hat nämlich jetzt gleich einen richtig guten Grund, warum ich das jetzt mache. So, hätten wir das schon mal. Also ich mache es immer noch so. Ich lösche also jetzt hier erstmal die Busdateien. Weil die brauche ich ja, weil am letzten Endes funktionieren die sowieso nicht. Ich zeige euch auch gleich wieso. So, löschen. Hätten wir das schon mal. So, die Hochdateien könnte ich eigentlich auch löschen. Obwohl, nee, damit warte ich mal noch kurz. So, dann hätten wir das. Dann haben wir hier das Morphe Soundpack Version 4.5. Merkt euch das.
weil darauf werde ich nämlich später noch zu sprechen kommen. Also genau, um die 2, wie Heikels und Fonts einfach rüber kopieren hier. Jetzt werdet ihr auch gleich sehen, wieso eine gute Idee war, Modded noch mit hinzuschreiben. Aber gut, ich denke mal, die meisten von euch werden es sowieso wissen, aber für die Leute halt, die noch nicht wissen. Und ja, genau deswegen alles überschreiben lassen, Fonts und Vehicles Ordner jedenfalls auch noch die Texturen. Überschreiben, ja, habe ich eben zwar schon gesagt, aber okay, lass halt mal so stehen. So. Nämlich, ich hoffe jetzt, das war auch richtig geschrieben, weil. Richtig, jetzt sehen wir hier, haben wir die ganzen neuen Busdateien. Ebenfalls auch beim Solo-Bus. Also. Genau. Hätten wir jetzt praktisch die Morphe-Variante. Und. Jetzt würde ich auch noch gerne die Ü-Version mit installiert haben. Dann gehen wir hier auch nochmal zurück in den Browser. Übrigens, das Morphe Soundpack findet ihr, ja, Entschuldigung, dass ich es jetzt erst mache, ihr Downloads, dann habt ihr hier die ganzen. Dann seht ihr hier, vielleicht, warte, habe ich das hier. Den nicht nehmen, weil es noch eine etwas ältere Variante ist, sondern diesen hier. Citaro Euro 2 Euro 3. V4.5 Final oder Final Testphase. Nehmen wir denn? So, würden dann kurz warten und hier draufklicken und dann lädt es auch automatisch runter. So, dann gehen wir noch mal auf Arne J's Modding-Seite. Sprich, also der Link ist auch unten in der Beschreibung, da müsst ihr den jetzt den nicht unnötig noch mal suchen. Scrollt ihr ganz runter und der vorletzte Eintrag ist hier Citaro Ü bzw. GÜ Pack Morphe V4.5. So. Und klickt einfach auf das Bild. Ja, habe ich allerdings schon, deswegen breche ich das jetzt einfach mal ab. So. War hier unten irgendwie. Ach nee, scheiße, ja, ich hab das ja erinnert. Sorry. Wo hab ich den jetzt hier? Oh, hab ich den schon voll. So, jetzt können Sie erstmal noch eine Runde lustiger werden. Ich hab's gleich. Hier oben. So. Nein, nein, nein. Drei. So. Kopieren wir das. Gehen hier unter Vehicles. Kopieren uns das einfach darin. Jetzt müsste es rein theoretisch laufen. Und ich übernehme keine Haftung für Schäden, ja, damit mal klar ist. Super, jetzt werde ich gleich nochmal schnell was gerettet installieren. Dann testen wir gleich mal Solo, Gelenk und jeweils auch nochmal die Ü-Version. So, ich hatte ja hier mal ein paar schicke Repaints. Also erstmal hier. Ausschneidend sind, müssten die Wagen mal für die Solo-Busse sein, richtig. Zumindest für die drei Türer. Also von daher, dass ich auf 1 und nichts verzichten kann. Also, da steht auch mal entweder die Wagen Nummer 1 oder halt gar nicht. Und will ich jetzt eher nicht so. So, also das ist jetzt nicht wichtig, das habe ich, mache ich jetzt nochmal schnell hier. Damit ich sie auch wieder habe. Weil ich will hier schließlich ein bisschen BVG-mäßig unterwegs sein. Du mich auch. Mach hinne. Punkt. Ja gut, könnte jetzt noch ein paar Jahre dauern hier. Oder auch nicht. Ich hab nichts gesagt. So. Und jetzt noch für die Lenkversion. Weil ihr werdet nämlich auch gleich sehen, weil ich zeige, ich gehe da gleich mal ein Stück drauf ein.
was ich denn da geändert habe, genau. Weil da gibt es nämlich immer so eine Sache bei den Paint-Templates, ist mir das auch mal aufgefallen, das gefällt mir überhaupt nicht, was da genau ist. So, genau, jetzt noch schnell die Wagennummer. So, gemoddet. Einfügen. Scheiße. Blödheit müsste echt mal bestraft werden. Einen Augenblick. Öffne mal den Papierkorb und wenn es geht, heute noch. Ja, also so ist auf jeden Fall schon mal ein Beispiel, so wie nicht geht. So, und anschließend, also das ist jetzt die Folge für den vierten. Und danach anschließend kommt noch mal eine Let's Play Folge. Wo bin ich als letztes? Ich fahre X10. Okay, dann kommt eine andere Linie jetzt. Gleich. Da kann man jetzt hier irgendwie nach Datum? Nee. So, jetzt müsste ich ja hier gleich richtig sein. Ah, hier. Wieder herstellen, ja, komm. Sieh zu jetzt. Jetzt aber. Und jetzt könnten wir auch meinetwegen den Ordner löschen, weil jetzt habe ich ihn sowieso. So, weg. Muss hier noch irgendwas gerettet werden? Nö, deswegen beschließe ich jetzt einfach mal. Ja, so. Ah, halt die Schnauze jetzt. So. Also wie wir hier sehen, 25.028 Elemente werden jetzt gelöscht. Ordentlich. Habe ich dich gefragt? Nee, also sehr ruhig. Jetzt würde ich noch die Hofdatei für die passende Map gleich noch mit einfügen, damit auch alles funktioniert. Kurios. So, ja, Ditte auf jeden Fall, dann Ditte. Guck mal, ich hab meine Hofdatei auch noch mit drin. Nehmen X10. Ditte und Ditte. Kopieren und ja, jetzt sehen wir auch gleich, wie man Hofdateien umkopieren könnte. Also von einem Bus in den anderen. So, Rinder. Den Facelift gleich auch, weil den habe ich gestern auch nochmal neu installiert. So. Jo, das checken wir jetzt nochmal in OMSI alle da aus. Ich sehe hier gerade was, während OMSI jetzt mal lädt und ich hoffe, das lässt sich jetzt nicht allzu viel Zeit, weil dann muss ich leider etwas lauter werden. Jo, das ist OMSI sowieso zwar schon von mir gewohnt, dass ich öfters mal am Rad drehe, aber muss ja nicht sein. So, jetzt war die Bahn, also die Deutsche Bahn und die S-Bahn Berlin präsentieren. So, da drunter steht, wir sind dein Zug. Wird dein Zug pünktlich kommen? Welche Jahreszeit ist aktuell? So. Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Also es ist so in so einer Art Diagramm. Ey, OMSI, machst du jetzt mal hin hier oder was? So. Da steht da drunter. Nein, dein Zug hat definitiv. Nein, dein Zug hat definitiv Verspätung. So, da drunter, also unter den jeweiligen Jahreszeiten und dann. Dieses, was ihr eben vorgelesen habt, das steht einmal bei allen Jahreszeiten. Und jetzt darunter, also unter jedem Einzelnen, steht da wieder, warum. So. Beim Sommer steht, es ist ganz schön heiß. Die armen Schienen. Im Ernst. Das ist ein Sicherheitsproblem. Geil, auf jeden Fall. Beim Herbst. Da sind Blätter auf den Schienen und wir haben keine Ahnung, wie man die wegmacht.
Entschuldigung, aber. Nee, auf sowas lustig muss man erstmal klarkommen. So, beim Winter jetzt. Es hat geschneit. Vor ein paar Wochen. Außerdem ist es voll kalt. Du weißt ja, die Schienen. So, Frühling. Passt auf. Es gibt irgendwo im Land noch einen Fleck, wo immer noch Schnee rumliegt. Ja, also so funktioniert das Prinzip der Deutschen Bahn. Jetzt wisst ihr Bescheid. Jo. Mal so als kleine Bespaßung so nebenbei. Währenddessen, ob sie sich jetzt mal etwas zügiger ausscheißen könnte. Könnte. Tut sowieso nicht, aber wird. Sei mal nur mal dahingestellt. Ja, Umgebungsverkehr, dann könntest du ruhig auch mal ein bisschen schneller machen, ganz ehrlich. Also ich habe auch noch alle Zeit der Welt, ja. Also so ist nicht, aber trotzdem wäre es echt lieb. Beziehungsweise lieb ist schon eigentlich zu freundlich ausgedrückt. Also wäre es verdammt schön, wenn das Ding mal hinne machen würde. Ich weiß nicht, ich glaube, ob sie kommt mit sich selber schon wenig klar. Gut, dass das nicht neu ist, das ist mir selber bewusst, aber man kann ja immer noch mal hoffen. Obwohl, nee, ich sag mal so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. nee. Jetzt check ich mal hier nochmal kurz bei meiner, bei der BVI, da habe ich mal so meine Seiten, woher ich ja zum Beispiel auch diese ab und zu kommenden Videos hier über die Ausmusterung. Jetzt sind ja wieder verdammt viele Zitarus verschwunden. Lange bewerten sie uns hier nicht mehr. Also 2 noch auf Cicero und 14 noch auf Lichtenberg. Sprich 16 von 37, glaube ich, waren das damals. So, und das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Oh, der bewegt sich mal. Ist eigentlich auch schon traurig, dass man das mal so erwähnen muss. Na, Omsi, jetzt habe ich dich mal wieder gelobt und jetzt musst du schon wieder rumscheißen hier, nicht wahr? Alter Schwede. Also, wenn das Spiel nie klarkommt, dann, gut. Ich sag mal so, das Spiel kommt nie klar, aber, gut. Kommt doch klar. Aber nee, ich spar mir die Kommentare einfach dazu, weil letzten Endes passiert es wieder, es lädt einfach nicht. Und noch lustiger wird jetzt, wenn es jetzt abkacken würde, weil dann da kriege ich hier einen Tobsuchtsanfall. Oh. Geht doch langsam. Gefallen tut es mir zwar immer noch nie, aber ja, der verbessert sich langsam. Und ich möchte mich auch bei euch nochmal in allergrößter Form für 119 Abonnenten derzeit bedanken. Also auf jeden Fall vielen Dank an euch. Na, wer weiß, vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch die 130. Wäre ja cool, aber glaubt zwar eher nicht. Nächstes Jahr vielleicht sogar schon die 200. Aber gut. Kann kommen, wie will. Na, Omsi, musst du ja deine KI nachladen, die so scheiße ist wie sonst was. Also ich hab's jetzt in der letzten Zeit, ich fahre jetzt mittlerweile wieder viel mit Kollisionen rum und so. Ich hab's nicht einmal geschafft. Auch nur aus der Bushaltestelle oder so. So, da donnert mir jemand an der Seite, wo ich mir denke, ist dein Scheiß ernst jetzt?
Und ich rege mich auch auf. Werden wahrscheinlich die ein oder anderen schon mitgekriegt haben, oder die mich kennen, ich reg mich über fast jeden Scheiß auf. Ist aber wirklich so. Aber über so einen Scheiß kann man sich auch nur aufregen. Also gerade was Omsi betrifft, weil, na gut, Omsi muss man mit dazu sagen, Omsi ist jetzt nicht gerade das hellste Spiel. Und da muss man schon mal ein bisschen Verständnis für haben. Ich habe voll Verständnis dafür. Am Arsch. Oh, jetzt hier. Ja, Performance wieder. Total geil hier. Erstmal ein Solaris durch den Scania. Nice. Havelpark. Boah, ja. Ey, Leute, ist euer Ernst jetzt hier? Warum kommt ihr. Wieso überfallt ihr mich jetzt hier gerade eigentlich alle so mit. So, ich mach mal Pause. Weil dann läuft das Spiel nämlich flüssig. Also, was haben wir hier im Angebot? 109er. Jo. Könnte durchaus öfter vorkommen. So, denn hier M45, Havelpark Design. So, und ich verpiss mich mal von hier schnell. Weil ansonsten ist hier gleich Chaos angesagt. Und könnte ich ehrlich gesagt auch sehr gut drauf verzichten. Weiß zwar nicht, wie es euch geht, aber gut. Sei nun mal dahingestellt. Ich sehe da unten fahren schon wieder irgendwelche Busse. Facelift L sind ja auch unterwegs. Also ich habe praktisch nur die Standard-AIs nämlich mal umgeschrieben. Also natürlich keine NLs mehr. So, ich glaube, hier dürften sich die Gemüter wieder ein bisschen beruhigt haben, hoffe ich. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die Busse nämlich springen. Das ist nämlich richtig scheiße. So auf gut Deutsch gesagt. Ja, und das Problem ist auch bei Omsi, wenn es ruckelt, dann ist es noch schwieriger, irgendwie irgendeine Taste zu betätigen und dass er das dann auch annimmt. So. Hier ist ein Citaro Facelift L als Ersatz für den Citaro L. Zwar nicht in der Realität, aber von daher, dass ich den nicht habe. Jo. So, jetzt müsste der hier halbwegs vernünftig laufen, oder? Aber gut, es ist Omsi, Freunde, ja. Das ist Omsi. Wir kennen Omsi, es hat immer nie Bock auf mich und jo. Ist doch schön, wenn Omsi keinen Bock auf mich hat. Dann habe ich immer gleich noch mehr Lust darauf. Jo, hier sieht man einfach mal ein FPS oder so. Ich finde, warte mal, warte mal. So Optionen. Cool, ah, ich wollte gerade sagen, warum sie hat wieder seine Tage. Ich hätte da wohl gerne. So. So, ich wähle mir jetzt erstmal einen Bus. Super, Omsi, ich lieb dich auch. Meine Fresse, Alter, ey, dieses Spiel schon wieder. Also heißt es erstmal gleich wieder beenden. Also, ich lese die Omsi ist da letzten Zeit auch schon wieder total am Abkotzen. Ja, Task Manager. Das ist ja so typisch um sie wissen. Nee. Ich teste jetzt gleich einfach auf einer anderen Map. Die nicht so performance-lastig ist gerade schon wieder. Ich kann mir das doch schon wieder nicht erklären, wieso, aber ich. Doch, ich glaube, ich weiß wieso. Die Downloads. Ah ja, hier scharfe Bild. Da war mein Handy mal wieder zu scheiße. Da habe ich nämlich hier ein Schmuckstück gesichtet. Die mir auf Instagram folgen, das ist einer meiner ersten Bilder gewesen. Zwar nicht das erste, aber mit einer der ersten. Bin ich sogar, weil ich an dem Tag ja noch mit der S-Bahn im Hintergrund da vorbeigefahren bin. Und da habe ich gesehen und dachte, na, wenn du zu Hause bist, dann schwingst dein Arsch gleich wieder in die Höhe und machst dich auf den Weg dahin. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht, weil an der Tankstelle siehst du nämlich öfters mal irgendwelche Busse rumstehen. Also das ist keine Seltenheit, dass da mal irgendwas rumsteht. Hab da auch schon mal einen Ofiat 5er gesehen. Was habe ich da noch gesehen? Facelift habe ich da auch schon rumstehen sehen. Also jetzt alle nur aus der S-Bahn, weil. Hier, da seht ihr, Ex-Wagen 4023, die Wagennummer hat er sogar noch behalten, nur haben sie eine neue Schriftart drauf geklebt. Aber das ist Wagen 4023.
So, Omsi, ich hab dir gesagt, du sollst sie starten. Die existieren ja mittlerweile bei uns leider auch nicht mehr. Und wer sich fragt, was das da oben ist, richtig, das war einmal der Matrixkasten. Und Betonung liegt auf war, weil es nicht, also, der hat keine Matrix mehr. Geschweige denn auch nur ein Almex. Hat der keiner mehr. Obwohl doch bei uns hier die Lichtenberger Citarus haben ab und zu, also ich sehe das hier sehr häufig. Deswegen finde ich es auch lustig, weil die Cicero, die haben meines Wissens nach alle diesen neuen Atron. So, die mustern sie jetzt reihenweise aus. So. Wir haben hier sogar noch Almex, also Lichtenberger Citarus sind noch echt zurückgeblieben. Könnte man fast so meinen. So. Nein, die Karte nehme ich nicht. Was nehme ich denn? Irgendwas, was jetzt auch nicht so wirklich performance-lastig ist, aber irgendwas doch, was in Berlin ist. Könnt ihr die hier nehmen? Weil das wäre dann wahrscheinlich, jetzt mal so als kleiner Geschmack, als kleine Geschmacksprobe. Da wird dann das nächste Let's Play drauf stattfinden. Ich bin jetzt immer noch am Überlegen, ob ich erst fahre und dann, obwohl ja, nee, es wäre Quatsch, wenn ich mein Gesamtgeld schon gesagt, die vierte und so. Also, okay, jetzt, ja, ich bin hoch als erstes und anschließend dann die Folge auf 136, ja. Oder was sagt denn eigentlich mein Plan? So, den 115 habe ich abgearbeitet. Dann, na, obwohl, ja, doch, vier Videos müssten das sein. Passt ungefähr. Beziehungsweise derzeit noch drei. Also 115 habe ich schon abgearbeitet von meiner Liste. So, und ein im Teltower Bus, der wird auch aus der Liste gestrichen. Aber ich habe nämlich hier so eine kleine Liste mit auf hier dreht. So, mal überlegt, was für Linien könnte man denn so fahren. So, dann kriege ich ja bald noch demnächst eine. Na. Okay, jetzt habe ich den Faden verloren. So. Also, ob ich jetzt mit dem Repaint fahre, mit was ich jetzt hier. Hier, ihr seht. Boah, das ist eigentlich schon wieder zu krass, eigentlich schon wieder zum Ausrasten vor Freude hier. Okay, reale Wetter Berlin, kann ich noch leben. So, Betriebshof Spandau. Jo, ich habe jetzt hier, weil ich mir jetzt nicht diese komischen Firmware DLs hier als Static Vehicles runterladen wollte, habe jetzt einfach noch erst die X10 drin genommen. Einmal die und die Variante, wobei mir die eigentlich noch ein bisschen besser gefällt. Naja, scheiß drauf, ist ja jetzt auch nicht das Thema. So, ja, nicht den Aachener, sondern Benz. Hier. Wir testen jetzt Solo, Gelenk und jeweils auch nochmal die Überlandmission. Und fahren, man kann ja schon mal so spoilern, werden wir auf der Linie 136er. Einfach Nachtbus, dann können wir mal nachts fahren, weil das hatten wir bis jetzt, glaube ich, oh, ja, nee. Dann, nee, dann fahre ich hier mit dem Nachtbus, jetzt weiß ich allerdings noch nicht, wie der hieß. Ich glaube, ja doch, der N34 müsste gewesen sein. Ist ja auch wurscht. So, erstmal hier zu KOG. Natürlich erstmal ein bisschen so realistisch wie möglich.
Und wie ihr seht, klappt auch alles. So. Ja, essen will ich jetzt nicht. Essen und trinken. Bist du blöd oder was? Wieso? Warte mal, obwohl, nee. Ist jetzt gerade nicht Thema. So. Ja, dann kümmere ich mich dann anschließend. So, hier auch BVG-Wagennummer. Zum Beispiel jetzt Wagen 4062. Existiert sogar auch noch. Ein Wunder. Weil die 60er-Folge, die existiert noch komplett. Also von 4060 bis 4069 existieren auf jeden Fall alle noch. So, und dann die 50er-Reihe ist komplett weg. Die 70er- und 80er-Reihe sind nur noch gestückelt vorhanden. Beziehungsweise aus der 80er-Reihe ist nur noch eine vorhanden. Das war Wagen 4083. Mit und dann auch mit dieser komplett gelben Lackierung. Ich glaube, das ist der Einzige, der auf Cicero stand, der diese Lackierung besaß, beziehungsweise besitzt. Sorry. Ja, Omsi, ist dein Ernst jetzt? Meine Fresse, ey. Entweder lädst du noch nach, oder du hast schnell keinen Bock mehr, den Bus zu platzieren. Ah, okay, der hat Bock. Ausnahmsweise, ja, hier. Und scheiß drauf, so. Wie wir hier sehen, klappt alles super. Auch hier vorne ist halt alles wie gewohnt. So startet man die Kiste. Jo. Das wäre dann die Lenkbus-Variante. Jetzt kommt noch die Solo-Bus-Variante. Das ist übrigens ein Euro 3er. Wer nicht mitbekommen hat. Ja. Benz. Nehmen wir jetzt mal den Solo-Bus. Ja, welchen jetzt hier? Ach, wir haben jetzt hier einen CNG-Bus. HLAG. Euro 2 ZF. Zeig. So. Also wenn du jetzt keinen Bock hast, mir hier die Berliner Repaints hier noch aufzutischen, oder knallt. Junge, ist der denn ernst gerade? So. Junge, du wirst mich verarschen, oder? Das ist ein Scherz jetzt. Dann darf ich dieselbe Prozedur. Obwohl, nee, dieselbe Prozedur muss ich gar nicht nochmal abhalten. Ist mir auch relativ wurscht, weil. Ja. Weil es so ist. Na? Na, Jutta. So, ebenfalls hier alles super. Also, wie wir sehen, das klappt. Bei den Zitaro Üster wäre ich mir jetzt gleich nicht so sicher. So. Halt hoch. Halt nur mit 10G und, ja. Achso, jetzt habe ich ihn gelöscht. Ach, scheiß drauf. So, jetzt testen wir noch die Ü-Version. Oder ich mache gleich einen Livestream. Also ich versuch's. Ich halte mich aber auch mal so ein bisschen zurück, was anbetrifft, weil... Ja. Darauf war meistens immer geschissen wird. Was das Internet anbetrifft, weil es einfach so scheiße ist. Ah, werde ich mal sehen, was ich mache, ob ich ein Let's Play mache, also ein Video oder ein Stream. So, hä, doch nicht Facebook. Und naja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Aber irgendwie sah das schon ansprechend aus.
So. Test, nee, danke. Diese komischen Döner, darauf kann ich auch nicht verzichten. Und wenn man, also, Glühwein, wenn ich damit rumfahren würde, man fliegt sehr gut gefallen, oder ja. Ja, den auch mal nur als Essen. Das fühlt sich gerade so aus. Ja, auch sie, also bei dem hatte ich eben irgendwelche Probleme, dann hat er nämlich gespawnt. Dann werde ich jetzt sehen, wenn er nicht macht, dann fühlt mich raus. Das kann man mit einer scheiß Kehrmaschine. Ja, dann kriege ich einen Anfall. Ja. Immer so hat man ganz freundlich, aber scheint positiv auszusehen. Ach. Bitte. Ja. Jo, schön mit Überland sitzen, muss ich sagen. Die Stangen sind hier oben angeordnet, ja, bis auf hier vorne. Aber ich mag ja so ein Überland sitzen, gut, hier jetzt nicht, aber ich meine, das ist ja irgendwie selbstverständlich. Das wären so die einzigen Sitze, die noch stadtmäßig so existieren würden. Dann setzen wir uns mal gleich hier hinten, meine Lieblingsansicht. Also sprich ganz nach hinten. Ja, hier ist schön schräg runter. Ist auch ein Euro 2. Sieht man halt auch an dem Kasten hier, so wie auch an dieser Säule hier. Weil beim Euro 3er ist die ein bisschen weiter hier, so. Also, sprich, hier, das ist Euro 2 und wo haben wir jetzt den anderen Kollegen? So, auch ein Lenkbus. So. Und das ist ja erst mit dem neuesten Patch, glaube ich, dazugekommen. So, das ist halt, so sieht es dann aus mit Euro 3. Halt ein bisschen anders. So, und dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Na. Und ich sage mal, jo, noch was zu sagen. Ich sage einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.